Wachablösung auf einem Truppenübungsplatz bei Erfurt, wo ehemals die Nationale Volksarmee den Krieg gegen den kapitalistischen Westen probte, treffen sich heute rechtsradikale Kadertrupps, um militärisches Know-how zu erlangen. Diese Gruppe jugendlicher Neonazis kommt alle zwei Wochen hierher. Das Übungsgerät wird mitgebracht. Halt die mal Sprengstoff her, das sind Flakgranaten von den Russen. Hier ist die TNT drin, die Treibladung. Davon kriegen wir Sprengstoff her. Panzermin gibt es hier oben auch zu finden. Da, und davon kommt eben halt der Sprengstoff her. Eigentlich ganz simpel, ganz einfach. Man muss sich eben halt noch anhalten. Ja, und dann eben die Baseballschläger, die werden dann eben noch mit Blei ausgegossen, damit sie schwerer werden und die Wucht größer ist, wenn man zuschlägt. Also das ist dann eben dann unseren Erfindergeist überlassen, was wir daraus noch machen. Also wir werden euch jetzt erstmal demonstrieren, also wie wir anhand von irgendwelchen Hilfsmitteln, sprich Sprengkörper, Nebel oder hier den Reitgasgranaten, irgendwelche Objekte, die was jetzt von irgendwelchen Linksextremen besetzt werden oder von irgendwelchen Asylanten, sprich jetzt Asylantenheim, also wie wir die jetzt dadurch jetzt stürmen tun und so. Die Welle von Pogromen gegen Ausländer in den letzten Wochen und Monaten zeigt, das Selbstbewusstsein der rechtsradikalen Szene steigt. Man will Stärke demonstrieren, mit allen Mitteln. Diese Gruppe hauptsächlich besteht aus Leuten, die sehr viel Ahnung von Sprengstoff und Ähnliches haben, die also speziell sich auf Häuserkämpfe spezialisieren. Es gibt andere Gruppen, die sich auf Straßenkämpfe spezialisieren. Und so gibt es also verschiedene Spezialrichtungen. Ich meine, was soll das, wenn jeder alles kann und nichts richtig? So gibt es Leute bei uns, die eben wirklich was richtig können. Und es hat ja schon ein paar Mal geklappt. Dabei ist Gruppenanführer Dienl durchaus kein Unbekannter. Und auch aus seinen Plänen hat er nie einen Hehl gemacht. Doch mancher findet das offenbar ziemlich harmlos. Und ich persönlich und wahrscheinlich alle Nationalsozialisten und alle Nationalen, die hier im Saal sind, sind natürlich dafür, wenn es sich nicht mehr lohnt, mit Politik, mit Worten zu arbeiten, auch unsere Politik mit Gewalt zu vertreten. Wir sagen klar und eindeutig, jeder Neger, jeder Fidschi, der da brennt, ein Mensch zu viel. Aber wir sagen auch klipp und klar, wenn es das Bonner Judenregime nicht anders will, dann brennen eben noch mehr Neger und noch mehr Fidschi. Sieg! Heil! Sieg! Heil! Sieg! Heil! Fünfte Lunte. Bisschen TNT. Das war's dann. Das ausprobieren. Der Zweck dieser Übung ist es, im Ernstfall Türen von Asylantenheimen oder sonstigen sogenannten feindlichen Objekten wegzusprengen, um den nachrückenden Sturmtrupps die Arbeit zu erleichtern. Früher ein bisschen weiter weggehen jetzt. Die ehemalige Häuserkampfanlage der NVA ist für die militanten Rechtsradikalen das ideale Terrain. Hier werden sie nicht gestört, auch nicht von dem neuen Eigentümer, der Bundeswehr.